Ja. Mist. Halleluja. Wallalalala. Was war das? Oh, wei, Uli, was machst du denn da? Ups. Oh, wow, sind alle drei in einer Ecke. Alle drei in einer Ecke. Interessant. Ah ja. Hi, Sushi! Okay. Einer rennt rüber. Ne, die rennen beide rüber. Tatsächlich. Ja, du hast hier keine Paletten. Das ist ja auch nicht klar, ne? Meine Liebe. Okay, die Palette war ziemlich useless. So, nochmal. Genau, die und ich hatte fast verblutet wäre. Eine Sekunde lang. Ah, okay. Ach, du hattest also Raven als Killer, okay. Alle drei da drüben. Okay, die laufen definitiv alle drei immer zusammen rum. Sushi! Genau! Wäre nicht das erste Mal, dass sich hier einer versteckt. Da ist einer. Wo ist? Hier war doch gerade noch einer. Okay. Interessant. Weg ist er. Lol. Okay, hier ist einer lang. Da lang. Da lang. Ach du Heiliges. Die ist noch angehittet die ganze Zeit. Ah, hi! Dafür brauche ich die noch nicht mal im Traumland haben. Sind in der Nähe. Alles klar. Naja, dass es kein Genrush gibt, würde ich jetzt so nicht behaupten. Da ist einer reingerannt.
Wow. Ah. Da ist sie. Hi. Und sie sind wieder alle drei zusammen. Okay. Okay, jetzt müssen wir mit mir lupen. Klappt nur nicht. Fenster oben. Ah, ich wäre vorne besser rausgegangen, wäre besser gewesen. Mist. Wir schmeißen mal einfach alles um. Ja, ja, mach dir mal. Einer stirbt. Einer wird sterben. Was zur? Okay, das war das zweite Mal. Meine Fresse, ey. Reicht sie aber. Miststück. Ja, du. Ha! Scheiße, ne? Dumm gelaufen. Adrenalin für den Arsch, Mann. Der macht das Tor da auf. Da vorne ist auch einer. Und ist auch wieder einer in der Nähe. Ja, ich lasse ihn nicht mehr gehen. Definitiv nicht mehr. Das Tor ist auf, das Tor ist auf. Ich sage ja, also sein Perk auf 1 ist leider nicht so wirkungsvoll, wie ich es mir erwünscht hätte. Dafür ist der auf 3 sehr stark. Mussten aber halt erstmal auf 3 kriegen, ne? Tschüss! Gut, danke. Und tschüss. Tor ist auf, Tor ist auf. Ja. Nee, das Tor ist noch nicht auf, tatsächlich. Er macht jetzt dicke Eier, weil er an der Hedge ist und ich sowieso nichts mehr tun kann. Geh doch einfach raus, Junge. Geh doch einfach aus der Scheiß-Tür oder Hedge. Wozu bleibst du dann noch am Ausgang? Ich versteh's nicht. Oder eine Hedge. Geh raus, Junge. Verpiss dich. Aber der hatte mir doch hier irgendwas umgeschmissen, glaube ich, ne? Sie können so easy dehooken. Das ist richtig. Du brauchst aber den Diokten aber nur direkt wieder ins Schlafland, ins Traumland packen. Deswegen habe ich ihn sehr weit nach hinten gepackt. Da hast du dann die Chance, dass du den noch kriegst. Mehr kannst du nicht tun in dem Moment. Richtige, hätte gekonnt, ja. Ja, und da habe ich dann meinen Punkt wieder verloren. Und der hier, Rang 3er, was erwarte ich auch, ne? Die bleibt grundsätzlich in der Map.
Grundsätzlich. Ja. Und wenn du zu nah am Hook bist, triggert Bow Time trotzdem noch. Ist richtig. Das ist richtig. So. Ja, viele Punkte habe ich ja die Runde jetzt nicht wirklich gemacht, ne? Ja, die haben das gut gemacht, ne? Die sind wirklich zu dritt an den, zu den Gents gegangen, haben sich instant aufgeteilt, wenn man hingekommen ist. Ne? Also du konntest immer nur einem hinterher. Die haben, waren nicht so dumm zu sagen, wir gehen in die gleiche Richtung. Also das, die Gruppe hat das gut gemacht. Das muss man denen lassen. Ach, der Creaser, den hatte ich heute schon mal drin. Der hat ziemlich geleckt, der Sack. Freddy Fucker. Piat Freddy, Pay to Win. Das sind so die ganzen Salty-Idioten, die einfach zu blöd sind, um gegen den Freddy zu spielen. Und dann rumheulen, dass das Pay to Win ist. Der Freddy Fucker nutzt Insurgents, okay. Ich habe leider kein Mori mehr. Schade. Ja, ich brauche Punkte. Machen wir das. Ich brauche Punkte, das ist mein Punkt. Das ist, ja, definitiv Moroli, definitiv. Eindeutig. Na, aber wie gesagt, also wenn du zu nah bist, das ist ja kein Problem. Bowtime kann ja tickern. Der braucht sowieso ein paar Sekunden, bis der in der Traumwelt ist. In der Zeit muss ich sowieso hinterherlaufen. In der Zeit triggert Bowtime weiter runter. Und dann kriegst du den gegebenenfalls noch. Ich hatte heute auch auf Thompson House eine Runde. Habe ich zum Ende noch einen gekriegt. Den habe ich dann vor dem Ausgang auch nochmal umgeklatscht, wieder aufgehangen. Und beim zweiten Mal hat es dann leider nicht mehr gepackt, weil die so schlau waren, zu sagen. Ich hatte noch einen anderen im Traumland. Der war dann so schlau zu sagen, nee, weck mich nicht auf, ich kann auch blocken. Ich, Idiot, habe in dem Moment tatsächlich auch mein Mori vergessen, ne, in der Runde. Ja, gut, okay. Ich sag mal so, die haben sich mittlerweile schon relativ gut an den gewöhnt, Raven. Kann man eigentlich nicht anders sagen. Also die sind mittlerweile, wenn du richtig gute Premade hast, die nehmen dich auseinander. Hi. Und was ein Zufall, es ist Freddy Fucker. Der Mann mit dem Intergen. Da. Ah, hier. Ah, okay. Fenster. Sag, du bist hinter einem her, bist erstmal die ganze Runde beschäftigt, siehst du ja, ne? Die ganze Runde mit dem beschäftigt. Die ganze verfickte Runde bist du mit einem einzigen beschäftigt. Bringt nichts. Bei dem vergeude ich einfach zu viel Zeit. Viel zu viel Zeit. Das sind schon zwei Gens durch. Ja, mache ich jetzt auch. Ja, ja, da hat man es nämlich. Zwei sind erstmal direkt zusammen losgelaufen. Warum ist der nicht ins Traumland?